Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome at Schröder. For those who don't speak English, please take the headphones. The presentations will be in German. Thank you very much. So, dobrý den, recht herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Danke, Paik, für die einführenden Worte. Sicherlich mit 13 Jahren Berufserfahrung und Karriere aus der Produktion wäre ich auch in der Lage gewesen, vielleicht das zu machen, aber ich bin halt bei der Firma Škoda Stolzer Beschaffungschef. Herzlich willkommen. Hier ist der Geburtsort unserer Firma. Hier sind der Stammsitz und das größte Werk von Škoda Auto. Kurz, hier schlägt das Herz unserer Marke. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Gäste sind. Heute präsentieren wir Ihnen ausnahmsweise einmal kein neues Fahrzeug. Aber der Anlass ist ebenso wichtig. Wir eröffnen am kommenden Montag unser neues Škoda Museum. Und Sie haben schon jetzt die Gelegenheit, einen Blick in das neue Schaufenster unserer traditionsreichen Marke zu werfen. Es gibt 117 Jahre Unternehmens- und Markengeschichte zu bestaunen. Wir befinden uns hier wahrlich an historischer Stätte. Mladá Boleslav ist die Keimzelle der Automobilmarke Škoda. Hier im Herzen Europas legten kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts zwei mutige Männer, Václav Laurin und Václav Klement, den Grundstein für eine der traditionsreichsten Automobilmarken der Welt. Sie können beide als Statuen vor dem Museum sehen und ihre Büsten sind natürlich auch hier im Museum zu finden. Genau in diesen Hallen ließen Laurin und Klement bereits vor über 100 Jahren Fahrräder, Motorräder und Autos fertigen. Jeder Quadratzentimeter atmet die Geschichte von Laurin und Klement und der Marke Škoda. Es gibt auf der Welt keinen besseren Ort für uns, Škoda, dieses Škoda-Museum zu etablieren. Das gilt für die Marke Škoda, das gilt aber auch für die Region. Böhmen ist eine der Wiegen des europäischen Automobilbaus. Hier hat eine große Industrietradition in Europa ihre Wurzeln. Industrielle Revolution, Gründerzeitalter, die technischen Erfindungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bei allem spielte auch Böhmen eine wichtige Rolle. Die großartige Handwerkskunst und der vitale Ingenieurgeist der Menschen hier vor Ort waren Inspiration für weitreichende Erfindungen. Mit böhmisch-europäischer Leidenschaft für Technik, mit dem Willen unentwegt, die bessere, die praktischere Lösung zu finden, wurden Träume real. Es war das Verlangen nach fortschrittlicher, individueller Mobilität. Und es entstand eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Produkt unseres Zeitalters, das Automobil. Wir bei Škoda sind stolz darauf, diese Geschichte seit Anbeginn mitgeschrieben zu haben. Ab heute präsentiert sich unser Museum in neuen Dimensionen. Es zeigt die Highlights aus 117 Jahren Markenhistorie. Denn wir sind sehr stolz auf unsere Geschichte. Alles beginnt 1895 mit den zwei Pionieren Laurin und Klement. Ihr Mut, ihre Leidenschaft sind die Triebfedern für die Unternehmensgründung. Erst bauen sie Fahrräder, dann Motorräder und schon 1905 das erste Automobil, die Voiturette A.
Škoda hat eine wahrlich bewegte Geschichte, was sich wie ein roter Faden durch die 117 Jahre zieht, ist die Begeisterung und Leidenschaft für individuelle Mobilität. Was für unsere Gründungsväter gilt, gilt umso mehr für die heutige Škoda-Mannschaft. Bei Škoda arbeiten Menschen, die viel mehr tun als nur ihren Job. Diesen Geist versprüht auch das neue Museum. Viele Menschen haben in den vergangenen anderthalb Jahren ihr Herzblut in das Projekt gesteckt. Die ersten Pläne und Entwürfe, die konkrete Gestaltung, unzählige Recherchen, dazu Präsentationen, Diskussionen, auch Umplanungen. Es war eine tolle Aufgabe, aber auch viel, viel Arbeit und eine große Herausforderung. Allen Beteiligten gilt heute unser besonderer Dank. Den Architekten und Ingenieuren, den Handwerkern und natürlich auch unseren Mitarbeitern, die sich in großartiger Weise für ein lebendiges Museum eingebracht haben. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle unserer Museumschefin Margit Adamova und Eva Tisova, der Leiterin der Technikwerkstatt. Der Einsatz aller Beteiligten hat sich gelohnt. Entstanden ist ein Markenschaufenster par excellence mit einem wahren Aufgebot an automobilen Träumen, mit historischen Meilensteinen und Technik-Highlights, mit Geschichte zum Anschauen und Anfassen, interaktiv und multimedial inszeniert. Die Seele eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Sie machen den Erfolg aus. Bei Škoda arbeiten viele Mitarbeiter schon in zweiter und dritter Generation. Sie sind stolz auf das Unternehmen. Diesem Stolz begegnen wir als Museumsbesucher gleich zu Beginn des Rundgangs. Dort haben wir auch unseren Mitarbeitern einen besonderen Platz eingeräumt. Neben Autos und Technik zeigen wir hier im Museum Menschen und ihre Geschichten. Erst Menschen machen Geschichte. Von ihren ganz besonderen Verbindungen zu Škoda erzählt dieses Museum. Spannend, unterhaltsam und faszinierend. Hier können Sie Geschichten über eine amerikanische Schönheitskönigin, tschechische Fußballstars, einen Geburtshelfer und berühmte Rennfahrer entdecken. Hier werden Emotionen und Historie sichtbar. In unserer neuen Erlebniswelt kann der Besucher in vielfältiger Form eintauchen. Autos wechseln mit Exponaten ab. Es gibt Filme und Bilder, ebenso Touchscreens für interaktive Informationen. Auf verschiedenen Erlebniswelten begibt sich der Besucher auf eine fesselnde Zeitreise durch die Škoda-Unternehmensgeschichte. Eine rasante Tour quer durch 117 Jahre. All das völlig neu inszeniert in diesem historischen Gebäude mit einer modernen Architektur, transparent, hell und frisch. Eine perfekte Verbindung von alt und neu, konsequent und einzigartig. Das ist simply clever, ganz im Sinne unseres Markenclaims. Meine Damen und Herren, die Erneuerung des Museums erfolgt in einer für uns sehr wichtigen Phase. Wir wollen in den kommenden Jahren noch stärker werden und unsere Verkäufe bis 2018 auf mindestens 1,5 Millionen Škoda pro Jahr steigern. Dazu haben wir die größte Modelloffensive in der Geschichte unseres Unternehmens gestartet. Bis 2015 werden wir im Schnitt alle 6 Monate ein neues oder überarbeitetes Škoda-Modell in den Markt bringen. Das nächste Auto, das bereits in den Startlöchern steht, ist der neue Octavia. In genau 2 Wochen ist Weltpremiere, natürlich hier im Museum.
In einer solchen Wachstumsphase ist es wichtig, dass man seine Wurzeln nicht vergisst. Getreu dem Motto, wer überholen will, muss in den Rückspiegel blicken. Es ist gut zu wissen, wo man herkommt. Der neue Skoda, das neue Skoda Museum zeigt jeden Tag aufs Neue, über welchen Schatz an gewachsenen Werten die Marke Skoda verfügt. Werte, die uns stark machen, die unseren automobilen Charakter wiedergeben. Diese Werte sind der Kompass für unsere Arbeit. Das Museum erinnert an die Verantwortung, konsequent die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Wir sind sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir machen weiter Tempo. Dankeschön. Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Velice si vážím toho, že vás dnes mohu přivítat v nově rekonstruovaném Škoda muzeu. Říká se, že nikdy nevstoupíš do stejné řeky, ale dnes mám určitě pocit déjà vu. Když jsem před 17 lety, v roce 1995, v muzeu začínala, byla právě dokončena adaptace historických budov z přelomu 19. a 20. století na muzeum. Tyto budovy mají opravdu bohatou historii. Po roce 1898 v nich provozovala svou činnost továrna Slavia pánů Laurina a Klementa. Dá se tedy říci, že zbraň závodu, který sídlil v prostorách dnešního muzea, kde dnes sedíte, byl v roce 1899 jak první motocykl, tak i v roce 1905 první automobil Voiturette. A automobily se zde vyráběly až do roku 1928. Dnes se scházíme v téže budově po druhé kompletní rekonstrukci ve zcela novém kabátě. Tvorba koncepce, plánování a projektování začaly v květnu 2011. Bourat a stavět se začalo v březnu 2012, takže čistá doba stavby trvala necelých 9 měsíců. Budova byla během rekonstrukce v prostorách zbavena veškerých interiérů a de facto z ní zůstalo pouze obvodové zdivo. Potom se začalo od základů znova podle posledních trendů architektury a moderního muzejnictví. Při rekonstrukci muzea se spojili síly týmu zaměstnanců muzea a řady dalších útvarů firmy Škoda, externích poradců, dodavatelů, projektantů a konstruktérů, to vše pod ideovým a uměleckým vedením stuttgartské agentury Jungle Nerves. Ta zpracovala komplexní novou muzejní koncepci, to znamená koncepci architektury i výstavy nového typu. Budete moci sami později při prohlídce posoudit, jak se nám společné dílo podařilo. Nové muzeum bude nabízet svým návštěvníkům celou řadu služeb. Tak jako doposud budeme pokračovat v nabídce prohlídek muzea a závodu. Prohlídky jsou nabízeny jak individuálním návštěvníkům, tak i skupinám s výkladem průvodců v několika světových jazycích. Všechny muzejní prostory jsou přístupné tělesně postiženým, v expozici jsou popisky v Braillově písmu pro nevidomé a slabozraké. Prohlídky závodů jsou přístupné pro dětské návštěvníky od 6 let s doprovodem rodičů, pro skupinové návštěvy škol od 12 let věku. Variabilita muzejních expozic je vhodná pro návštěvníky všech věkových kategorií, od malých dětí předškolního a školního věku až po seniory. Vícevrstvá koncepce expozic je velice přizpůsobivá a uspokojí všechny typy návštěvníků. Zkrátka každý si zde najde to, co hledá. Muzejní pedagogové se budou věnovat přípravě tematických výstav, obměnám expozic a muzejně pedagogickým projektům. Pro děti a mládež jsme připravili rozšířenou nabídku dětských prohlídek, programů a kurzů. Archiv nabízí možnost studovat historické materiály, zjistit původ vozů v knihách motorů, poskytnout potřebné podklady a informace nejen pro soukromé sběratele či restaurátory, ale i pro řadu útvarů firmy.
Restaurátorská dílna se bude nadále věnovat péči o vystavené vozy, tak i renovaci vozů, které prozatím odpočívají v depozitáři. Historické vozy chceme prezentovat na řadě výstav a historických rally u nás i v zahraničí. Našich restaurátorů mohou návštěvníci posoudit v muzejních expozicích, tak jako za chvíli vy všichni. Univerzální a multifunkční sál Laurin a Clement s kapacitou téměř 600 diváků je ideálním místem pro pořádání celé škály eventů. Od kongresů, tiskových konferencí a přednášek až po prezentace produktů, módní přehlídky či plesy. Variabilita uspořádání sálu je podpořena technologií zapuštěného hlediště a výstupného jeviště Stočnou. Odpočinout a posilnit se mohou návštěvníci muzea v nové restauraci nazvané Václav, která má kapacitu 100 míst. Svým moderním a příjemným prostředím přímo láká k posezení a nabízí široký a kvalitní sortiment nápojů a pokrmů. V tento moment bych chtěla říci, že jsem dojatá a ráda, že můžeme návštěvníkům nabídnout tak vynikající komplexní servis. A ještě jednou chci z tohoto místa poděkovat všem za přízeň a podporu. A budu se těšit, že se v našem novém muzeu budeme setkávat co nejčastěji.